Hallo da zusammen und schön, dass ihr dabei seid zu einer weiteren Folge von Let's Play Assassin's Creed Odyssey. In der letzten Folge waren wir in Argos, haben Hippokrates aufgesucht, haben mit ihm gesprochen, haben ihm geholfen, jemanden zu retten, dafür ist leider jemand draufgegangen. Und wir haben auch ein bisschen was über unsere Mutter erfahren, beziehungsweise meine Mutter, beziehungsweise die Mutter von Alexios. Und wollen da auch gleich wieder weiter einsteigen. Zum Schluss haben wir mit einem Priester gesprochen, der uns eine Menge erzählt hat. Der wollte uns dann beim Olivenbaum treffen vom Herakles, also Olivenbaum des Herakles, genau. Und da wurden wir gestellt von einem anderen Priester und einem weiteren Söldner, den wir dann ausschalten müssen. Und die gehörten alle zum Kosmos übrigens. Dann wollen wir mal fortsetzen. Also zumindest haben sie die Rüstung und das Schild des Kosmos getragen. Das lässt eigentlich darauf deuten, dass die von da kommen. Und ich sehe gerade, mein Mikrofon wäre beinahe rausgefallen, weil die Spinne sich hier aus den Haken rausgelöst hat. Glück im Unglück nochmal. Nochmal gemerkt, dass es... Also ich habe es gerade nochmal gemerkt, so. Naja. Und nach der Geschichte hier in Argos möchte ich auch nochmal weitergehen. Zurück zur Herakles-Schmiede. Herakles-Schmiede. Zur Schmiede des Hephaistos und würde dort nochmal den Speer nochmal neu auflegen. Nochmal bearbeiten. Verbessern. All sowas. Naja. Griechische Sterne. Unsere moderne Vorstellung der Sternzeichen gehen immer noch auf die Sammlung aus dem antiken und hellenistischen Griechenland zurück. Oho. Töchter der Artemis sind Bewahrer der Natur und werden von Tieren in die Schlacht begleitet. Hüte dich auch. Na, schade. Hier war noch eine Schnelle irgendwo. Ah. Wow. Ach, Mist. Hat also nichts gebracht. So, komm her, Priester. Wow. So, und weitermachen. Komm schon. Hier lohnt sich wirklich der Speer. Zack. Dann haben wir den Reichweitenvorteil, nämlich. Wer Unterzahl kämpft, das ist echt Gold wert. Oh oh. Oh. Fuck. Komm schon. Perfekt, Treffer. Komm schon, nein! Was habe ich noch für Pfeile? Betäubung und Gift. Noch ein Treffer und das war's. So. Komm schon. Ich will ihn vergiften. Ah, fuck. Ja, meine Chance. Shit. Komm schon, schlag zu. So. Perfekt. Oh, das hat der ordentlich gelitten gerade. Komm her und los. Oh! Da war, hat nicht mehr viel gefehlt. Und, komm schon. Ja, perfekt. Fuck. Ja, der hat gereicht. Puh. Lol. Ich kann den anheuern. Ich biete dir ein besseres Leben. Das. Cool. Komm mit mir. Der Priester des Kosmos schließt sich uns an. Zu geil. Pleistos, dann erzähl mal mehr von dem. Ui, der ist gar nicht mal so schlecht. Den müssen wir uns merken. Wow. Mich würde mal interessieren, habe ich gerade einen hiervon bekommen? Durch Zufall? Midas, den hat mir vor kurzem gekillt, ja. Wofür war der eigentlich zuständig?
Ah ja, das Plündern von alten Sachen. Genau. Asklepios sei Dank. Mögen die Kranken Ruhe finden. Asklepios sei Dank. Ja, und jetzt? Mögen die... Habe ich die Quest jetzt abgeschlossen, oder wie? Um bei der Suche nach seiner Mutter zu helfen, schickte Bokratos Alexios... Die Priester dort sollten wissen, ob vor langer Zeit eine Spartanerin bei ihnen war. Na gut. Ruhe finden. Es liegt in der Mitte des Tals der Träume. Da hinten ist. Ach, das ist dieser Mydas oder wie der heißt. Genau. Da müssen wir jetzt hin. Wieso ist immer Blut drin, wenn ich im Wasser drin bin? Komisch. Naja. Da hinten haben wir den Priester, wo wir eigentlich hin wollten. Aber der andere hat uns auch helfen können, das ist gut. Beziehungsweise die anderen. So, komm, steigen wir ab. Möge Asklepios ihr weiteres Leid ersparen. Wird sie leben? Nicht, wenn die Götter unsere Gebete nicht erhören. In letzter Zeit kommen viele Kranke aus Athen in die Argolis und nur wenige gehen wieder. Das arme Mädchen leidet an derselben Krankheit. Kann ich irgendwas tun, um zu helfen? Man hat mich vor dem Adlermann gewarnt. Er will nichts außer Drachmen für Blut, sagt er. Wir verschwenden Zeit, Priester. Wir können über meine Wünsche sprechen, wenn es dem kranken Mädchen wieder besser geht. Ihre Krankheit scheint unheilbar und sie breitet sich aus. Unsere Opfergaben konnten die Götter nicht erweichen. Schweine, Ziegen, alles stieß auf taube Ohren. Wir brauchen ein Biest, dessen Blut die Flammen für Asklepios entfachen wird. Und was schwebt euch vor? Es gibt Gerüchte über einen Stier mit einer Haut weiß wie Schnee. Er schleift am Rande des Heiligtums umher. Geh nach Westen in Richtung Küste. Bring ihn mir lebend. Und ich bringe den Göttern ein Opfer dar, das sie nicht ignorieren können. Na, wir können es versuchen. Es berührt mich, dass du helfen willst. Aber ich weiß, weshalb du hier bist. Krysis ließ alle Priester schwören, dem Adlermann keine Informationen preiszugeben. Sonst ist unser Leben verwirkt. Doch ich diene den Göttern und Kranken. Mein Schwur gilt ihnen. Das Gebiet ist groß. Könntet ihr mir genaueres über den Aufenthaltsort des Stiers sagen? Zuletzt wurde er auf dem Berg Kynortion nahe der Ruinen von Asine gesehen. Wenn ihr ihm am Ende doch die Kehle durchtrennt, wozu braucht ihr ihn lebend? Aber wir durchtrennen nicht einfach seine Kehle. Zunächst übergießen wir seinen Kopf mit Wasser. Wenn er nickt, fahren wir fort. Götter, Sterbliche und Tiere, sie alle müssen aus freiem Willen am Opfer teilnehmen. Aha. Sonst ist es unrein. Um so viele Menschen zu retten, brauchen wir das Blut, die Knochen und das Fett des Biestes. Okay. Erzähl mir etwas über Krysis. Alle scheinen sie zu fürchten. Wir brachten ihr alles bei, was wir über die Heilkunst wissen, über die Götter. Dann fand sie neue Lehrer, Menschen mit Masken. Sie haben sie verändert, aha, ihr Herz verfinstert. Sie wurden ihre Götter. Aha. Ich finde den Stier für euch. Aha. Das ist ja schon mal sehr hilfreich. Der Stier wurde zuletzt in den Ruinen von Asine gesehen. So, und dann gehen wir mal einfach auf die Karte rauf. Wo diese Ruinen sind. Hier irgendwo. In der Gegend. Dann wollen wir mal dahin. Ich nehme an, es wird der hier sein. Komm her, Pferdchen. Ich bin böse. Oh, cool, eine Arena. So, dann wollen wir mal rüber. Dann können wir da auch weiterarbeiten. Können wir hoffentlich schnell einen Stier holen. Es wird schwierig, weil der halt lebend kommen soll. Aber abgesehen davon, gucken wir mal kurz. Inventar. Holz haben wir auch nicht mehr so viel. Muss ich auch bald wieder auf See gehen. Juhu. So, gehen wir hier erstmal rein. Und füllen mal alle unsere Sachen wieder auf. Mit seiner Rundspitze fügt der Betäubungsfall weniger Schaden zu, aber kann ein Ziel betäuben. Ella, Ella. Dann wollen wir mal. Ich nehme an, ich brauche den Betäubungsfall zum Schluss. Oder ich muss was anderes einfallen lassen. Ich habe ja auch den Spartaner-Tritt noch, den ich einsetzen könnte.
So. Der weiße Stier. Bin ich zu spät? Oho. Da ist Action hier. Hier passen die Wachen sicher gut auf. Ja, anscheinend schon. Banditenanführer töten, den haben wir schon gesehen. Hier unten werden bestimmt auch noch einige sein. Ich glaube, die zuholen können, unsere Liste der gefundenen Leute. Hier oben sind halt relativ alleine. Könnte man gut voran. So, da ist der Stier. Der scheint nicht mehr zu leben. Dann schalten wir erstmal alle aus hier. Ich hab doch was gehört. Komm schon. Danke. Weg mit dir. So, dann wollen wir uns jetzt um den Anführer kümmern. Der ist nur Level 19, da sind wir schon relativ nah dran. Jetzt beinahe gesehen. Ist auch ohne Schild, das ist nochmal einfacher. So, komm her. Boah. Los. Oh, shit. Zack, 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 zack. Der hat schon ordentlich Lebenspunkte verloren. Schön pariert. Oh, da kommt einer. Und wieder pariert, geil. Oh, fuck. Oh, das sieht geil aus, wer den platt macht. Machen wir erstmal den hier fertig. So. Na, da müsste jetzt eigentlich drauf gehen. Los, komm! Zack. Dich mache ich nass, Alter. Oh, das sieht geil aus, wie die hier einfach alles schmetzelt. Weil ich die ganzen neuen Fähigkeiten habe, und echt mehr drauf. Habe ich das Gefühl. Guck ich das mal an, wie ich den hier platt mache. So. Zack. Oh, und der ist jetzt gleich tot. Geil. Den haben wir getötet, ohne großartig Aufmerksamkeit zu erregen. Das ist geil. Retten wir einen Spartaner hier. Wow. Wow. Dreckiger Löwe, du. So, oh, fuck. Tot. Und ich schau mal auch weg. So, komm her. Der ist tot, super. Nice. Dann können wir uns jetzt um den Rest kümmern hier unten. Wollt ihr mir wirklich sagen, dass es alle sind? Glaube ich irgendwie nicht. Ganz ehrlich, das glaube ich nicht. Das ist der letzte ist da drüben. Da oben ist noch einer. Naja. Nicht weiter wichtig. Er scheint nicht freiwillig gestorben zu sein. Ich nehme sein Herz für das Opfer mit. Das muss reichen. Naja, schade. So, lauf.
So, komm her. Weg mit dir. Geil. So, aber ich werde nochmal wieder neue Pfeile machen müssen. Oder? Ah, lass uns lieber. Ich sollte weniger mit Feuerpfeilen schießen, sondern mehr mit normalen. So, es sind zwei Leute oben. Ah, die gehören noch zum den Gefangenen wahrscheinlich. Fühlt sich nicht sehr angenehm an. So. Und jetzt irgendwas. Ich hoffe, dieses Herz reicht. Wenn Sie den ganzen Stier wollen, können Sie ihn selber holen. Ah. Oh, doch nicht. Schade. Ich habe gehofft, hier eine alte Tafel zu finden. Aber dann wollen wir jetzt erstmal den Typen da platt machen nochmal. So, komm her, Kumpel. Zack. Boah. Glück gehabt, ey. Boah. Ja, jetzt bist du dran, mein Freund. Dich metzel ich nieder. Besühlter Lumpen. Na toll. Bringt mir auch nichts. Reizig verfügbar. Da ist es aber. Dann wollen wir mal rauf da. Los, komm, Phobos. Schade, dass wir dem Kind nicht den ganzen Stier bringen können. Sondern das Herz. Naja. Dann soll es wohl nicht sein. Schlauer wäre es, ihn einfach nach hinten zu Hippokrates zu bringen. Oh, fuck, Berglöwen. Oh shit, 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 oh shit. Ja, ja, der Löwe brennt. Der zweite auch gleich. Boah. Ah. Und jetzt runter mit dir. Zack. Komm her. Uiuiui. Boah. Peng. Du bist als nächstes dran, Löwe. Der ist tot, geil. Okay, wow, fuck. Ist auch gleich tot. Alter Falter. Und das war knackig. Puh. Ja, mit den ganzen Wildchen habe ich mehr Probleme als mit den eigentlichen Soldaten, zum Teil. Weil die eigentlichen Soldaten wenigstens berechenbar sind. Da sehe ich sofort, was sie machen. Bei den Tieren halt leider nicht. So, dann wollen wir mal. Sprich zu dem Priester. Hast du den weißen Stier? Ich konnte ihn nicht lebend fangen. Aber ich trage sein Herz bei mir. Das wird nicht reichen, um Asklepios zu besänftigen. Das Tier ist unfreiwillig gestorben. Und mit dem Herzen können wir nur für ein Leben beten. Bitte, Söldner. Der weiße Stier gehörte mir. Meine Farm versorgt die halbe Argolis. Wenn ich sterbe, verhungern die Menschen. Ich flehe dich an. Mein Mann starb durch die Krankheit. Okay. Ich habe zwei kleine Kinder. Wer kümmert sich um sie, wenn ich sterbe? Ich habe Geld. Ich bezahle für deine Güte. Ist schon gut. Gib ihnen das Opfer. Das war dein Werk. Du entscheidest, wessen Gebet die Götter annehmen. Ah, oh, das ist ja fies. Der Bauer hat den Vorteil, dass er die ganze Bevölkerung ernährt.
Das Mädchen hat das ganze Leben noch vor sich. Betet für diese Frau. Nein! Es gibt auf dieser Welt schon viel zu viele Weisen. Möge nein! Dich die Götter segnen. Nein! Das wollte ich nicht. Meine Kinder, danke. Die bekommt das Herz nicht. Das spiele ich lieber nochmal von vorne. Fuck. Ich habe mich verdrückt. Ich wollte eigentlich die 3 drücken. Diese Frau hat das Herz nicht verdient. Weise ist nicht so schlimm wie gar kein Leben. So, wo sind wir stehen geblieben? Bitte, bitte. Lass mich die Löwen schon besiegt haben. Im schlimmsten Fall müssen wir nochmal die ganzen Geschichte dort machen. Mit der Ruine. Das wäre der schlimmste Fall. Ich hoffe mal, dass das nicht der Fall ist. Ich hoffe mal, dass ich gleich das Herz abgeben kann und dem das Kind gebe. Das Kind hat das ganze Leben noch vor sich. Es muss jetzt nicht sterben. Ja, es ist scheiße, dass der Bauer halt die ganze Region ernährt und deswegen dann auch viele sterben könnten, verhungern. Aber da besteht noch Rettungsbedarf. Die reiche Tusse da. Das ist egal. Wenn die stirbt, ja, es ist blöd für die Kinder, aber die Kinder leben noch und sie hatte schon, upsi, ein bisschen was gelebt. Deswegen würde ich das dann eher dem Mädchen geben. Das hat es am meisten verdient. Von allen. Finde ich persönlich. Aber ihr könnt ja mal eure Meinung reinschreiben und die auch ruhig begründen, wenn ihr wollt. Macht das bitte sachlich. Ich weiß, ihr macht das normalerweise immer sachlich, aber man weiß ja nie, wer sich gerade so unter dieses Video verirrt hier. Vorsicht. Niemand darf mich sehen. So, ich habe das doch schon geschafft. Geil. Komm her, Phobos. Dann wollen wir mal. Und bloß nicht kämpfen, wir reiten jetzt einfach durch. Na los! So, komm. Glück gehabt, die haben mich diesmal nicht bemerkt, die Löwen. Dann wollen wir das Mädchen retten. Bitte helft unserer Tochter. So, ja, die Tochter wird auch gerettet. Keine Sorge. Hast du den... Ich... Das war dein Werk. Ich weiß, wie es ist, klein und verlassen zu sein. Betet für das Mädchen. Das wirst du bereuen. Tja. Eine leichte Wahl, Söldner. Aber so sei es. Der Rest liegt in den Händen der Götter. Ich habe meinen Teil getan. Zu der Spartanerin. Ihr kennt sie? Oh. Ihr Besuch bei unserem Heiligtum ist legendär, doch leider war das vor meiner Zeit. Der Mann, den du suchst, ist Midon, der ältere Priester. Er sprach oft von ihr, bevor er sich die Zunge herausschnitt. Na toll. Die Zunge? Wenn er keine Kranken heilt, findest du ihn im Gästehaus. Er lässt sich dort häufig von den Bediensteten umsorgen. Danke. So wie das klingt, werde ey. Ich nicht vergessen. Und diese Menschen werden es dir nicht vergessen. Ja, sie lebt wieder. Juhu. So, wir haben jetzt Midos gefunden, beziehungsweise wissen, wo ihn finden. Wo war das? Hier, kein böses Wort. Ja, das war's. Dann gehen wir mal dahin. Ach, ist ja schon markiert, super. Können wir jetzt sofort zum Midon gehen. Ach ja, war eine schwere Wahl, aber... Ist hier irgendwas? Nö. Aber ich fand, das Mädchen hat es am meisten verdient. Klar tut es den anderen auch weh, aber... Naja. Naja, so muss es sein. Verschwinde von hier! Jetzt freut sich keiner, mich zu sehen. Komm, kann ich hier bitte hoch? Dankeschön. What the fuck? Da geht gar nichts, da komme ich nicht mal hoch. Na gut. Und weiter, und weiter.
So. Ach, Mist. Boah. Zack. Oh, beide gleich bekommen. Cool. So. Wow, was macht denn der da? Da kommt noch ein Schwergepanzerter. Und jetzt schnappen wir uns wieder Helios. Zack. Alle immer erwischt. Das war jetzt aber nicht der schlauste Weg. Fuck. Fuck, 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 fuck. Nein! Shit. Weil ich wollte auch gar nicht, ehrlich gesagt, dort hin. Also ich wollte schon hin, aber ich wollte den halt dort kriegen, den Anführer, der oben laufen. Und laufen wäre die bessere Variante gewesen. Wäre wahrscheinlich einfacher. Versuchen wir es nochmal. Und dann können wir uns Midon schnappen. Ach ja, ach ja. Ja, was heißt schnappen? Wir müssen ja nur mit ihm reden, mehr nicht. Beziehungsweise... Er kann sich wirklich helfen. Aber ich glaube, er hat sich die Zunge rausgeschnitten, um ihr zu helfen. Er wusste, was da abgeht mit dem Kosmos, glaube ich zumindest. So, Phobos, komm her. Da bist du. Komm her, lass mich rauf. Mal sehen, wie wir das hinbekommen, da raufzukommen. Und zeitgleich nicht entdeckt zu werden. Man könnte einen Pfeil was probieren. Haben wir auch, glaube ich, nicht. So, dann wollen wir hier hoch. In dieser Gegend muss ich besonders vorsichtig sein. Da steht jetzt ein anderer. Komme ich von der Seite eigentlich rein? Ich meine, wenn ich von draußen reinkomme, brauche ich auch nicht. Gut, komme ich nicht. Okay. Versuchen wir aber trotzdem mal von der Seite hier. Eine Schatzkiste geplündert. Gucken wir noch vorher, ob hier irgendwer sich in der Nähe befindet. Ich kann die mir ja alle markieren. Da haben wir den Anführer. Da haben wir einen Bogenschützen. Da haben wir auch jemanden. Oh, was ist denn da los? Ach, das ist ein Lager. Wie komme ich da herum? Den killen wir einfach so. Ich wollte ihn nicht töten, aber er musste sterben. So, dahin wird niemand gucken. Wahrscheinlich. Legen wir dich mal hier ab. Blub. Kommt der Bogenschütze rein? Wo will der jetzt hin? Löwenzahn. Na, sieht er mich schon? Ja. Versuchen wir nochmal ihn zu holen. Fuck, 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 fuck. So, komm her. Nein. Na, wir müssen wieder kämpfen. So. Oh, fuck. Zack. Jetzt habe ich dich. Fuck. So. Komm her! Oh oh.
Oh, oh. Oh, überlebt. Glück gehabt. Gib mir ein Schild. Danke dir. Zack. Der leidet hart. Na komm, da fehlt nicht mehr viel. Boah. Bei mir aber auch nicht mehr. So, komm. Zack, zack, zack. Und jetzt ist er tot. Perfekt. Perfekt, da haben wir einen Boss schon gekillt. Der sieht mich noch nicht. Und weg mit dem. Dann wollen wir mal rein hier. So, Mydon, wo bist du? Haha. Zungenkuss hatte ich aber nicht gern mit dem Priester. Die sind tot. Und ihr seid sicher Mydon. Er spricht nicht. Das habe ich gehört. Ich will herausfinden, warum. Okay. Krisis hat ihm das angetan. Ach! Ich dachte, er schnitt sie sich selbst heraus. Um seine Loyalität zu beweisen. Und was hätte Krisis davon, wenn sich ein älterer Priester die Zunge herausschneidet? Mydon ist ein fürsorglicher, großzügiger Mann. Ich will Antworten von ihm, nicht von dir. Erzählt mir von der Spartanerin und dem Säugling. Badum. Er kann nur mit Ja oder Nein antworten. Die Spartanerin. War ihr Name Irene? Das war ein Ja, okay. Man sagt, sie hatte einen Säugling dabei. War es ihr Kind? Okay. Das Kind war dem Tode nah, als sie hier ankam. Mydon betete für sein Leben. Woher weißt du das? Ich war doch gar nicht dabei. Ihr habt das Kind gerettet? Nee. Echt? Er tat, was in seiner Macht stand. Doch das Kind war schwer verletzt. Sagte die Frau, wohin sie gehen wollte. Okay, gut, das war zu erwarten. Teilen alle Priester des Heiligtums ihr Bett mit Dienern? Ich bin nicht seine Dienerin. Uns verbindet ein heiliges Band. Oho. Heilig. Ich finde den geil. Ich weiß, warum Krisis euch dazu brachte, euch die Zunge rauszuschneiden. In der Nacht, in der meine Martha mit meiner Schwester herkam, hielten die Priester und ihr sie für tot. Krisis wollte nicht, dass ihr das ausplaudert. Es war ganz anders. Was weißt du schon? Du warst doch gar nicht dabei. Er erzählte mir die Geschichte viele Male, bevor die Hexe seine Stimme raubte. Er versuchte, das Kind zu retten. Er tat, was er konnte. Oh, jetzt wird's interessant. Ich freue mich schon auf, gegen Krisis zu kämpfen. Ich werde wahrscheinlich einer von den höheren Weisen zu sein. Ich glaube euch nicht. Tot? Wie kann mein Kind tot sein? Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Du hattest Glück, dass sie so lange überlebt hat. Dieser Sturz war verheerend. Mein Kind! Mein Kind! Hör zu, wir können hier nichts mehr für dich tun. Mach dich wieder auf den Weg. Gelobt sei Hera. Sie sind tot. Sie sind beide tot. Trauriges Schicksal. Aber sie leben ja beide noch. Und Nikolaus auch. Sie können auch alle wieder eine Familie werden. Das geht theoretisch. Er weinte um die Spartanerin, so weit weg von ihrem Zuhause. Ihr Kind war schlimm zugerichtet und atmete nur schwach. Sagt es mir. Bitte. Ich muss es wissen. Nicht einmal Apollon hätte das Kind retten können. Mydon erzählte mir von den Tränen der Spartanerin. Sie hielt das Mädchen im Arm, sang ihr vor, bevor sie sie den Göttern übergab. Krisis nahm das Kind an sich, nicht wahr? Und ihr durftet nicht mehr reden, um es geheim zu halten. Wo ist Krisis? Oh, jetzt ist interessant. Es gibt einen Altar, zu dem die Menschen ihre kranken Kinder bringen. Dorthin brachte sie das Kind. Du findest ihn nahe der Statue des Apollon Maleatas. Und Krisis ebenso. Aha. Die Menschen suchen in diesem Heiligtum nach Heilung. Doch ich finde hier nur Sterbende ohne Hoffnung.
Priester ohne Zungen und Kinder, die einer Verrückten überlassen werden. Meine Mutter war eine Närrin, euch zu vertrauen. Ich werde Krysis finden und sie wird teuer für ihre Taten bezahlen. Ohohoho. Das wird cool. Ich freue mich drauf. Ruhig, mein Kind. Möge Hera unsere heilige Familie segnen. So, im Schlafgemach von Krysis stand geschrieben, Heras Abscheulichkeit. Auch wenn man gemeinhin dachte, der Schriftzug stamme von einem erzürnten Anbeter, so sagen doch manche, Krysis habe ihn selbst geschrieben. Als Erinnerung an ihre Rolle als Dienerin des Kosmos. Sie verwendete ihr Leben darauf, Kinder zu entführen und zu Schergen des grausigen Kultes zu erziehen. Ein Teil von ihr liebte diese Kinder einst, doch dieser Teil starb schon vor langer Zeit. Okay. Kampfhandschuh der Unsterblichen. Oh, das ist nur Level 16, das ist gut. Wo ist er denn? Chimera? Wo ist Krysis? Da ist er so. Ach, das ist doch ganz unten an der Kette. Na gut. Leute, ich hoffe, euch hat der Part heute gefallen. Schreibt eure Meinung doch mal in die Kommentare rein. Wir sehen uns dann bei der nächsten Folge. Wir haben heute aber auch wieder eine Menge geschafft. Wir sind weit gekommen, würde ich sagen. Also wirklich weit. Wir haben eine Menge geschafft. Wir haben eigentlich den ganzen Tempelteil jetzt geschafft. Fast. Es fehlt nur noch der Kampf gegen Krysis. Und der steht uns unmittelbar bevor. Doch die müssen wir erstmal finden. Beziehungsweise, nee. Haha, die auf der Karte hier. Na? Hier ist einer. Rison. Haben wir hier irgendwo einen vom Kult? Nee, nicht wirklich. Die scheint wohl noch verborgen zu sein. Wohl auch wichtig für die ganze Rolle hier. Und Demeter, die Schwarzblütige. Da haben wir noch einen. Da haben wir welche. Skylax der Gerechte. Der Kentaur von Euboea. Asterios. Die Chimera. Da wollen wir auch nochmal hin. Tatsache, die anderen haben wir noch nicht gefunden. Aber gut, Leute, ich hoffe, euch hat's gefallen. Schreibt eure Meinung einfach mal in die Kommentare. Wir sehen uns bei der nächsten Folge von Let's Play Assassin's Creed Odyssey. In diesem Sinne, ciao. Bis zum nächsten Mal.